Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir räumen weiter im Sumpf auf. Es gibt wirklich einiges zu tun hier. Menge Viehzeug, was hier so rumkreucht. Boah, und die neue Gruppen-Silber-Kombo ist einfach so pervers geil. Ah, und zack, verdammte Axt, hat nicht gereicht. Dann machen wir das jetzt, meine Taktik gegen Blutsauger, da die unschönerweise nach ihrem Ableben explodieren und einen dadurch ziemlich in Mitleidenschaft ziehen, einfach runterkloppen und dann via Igni ins Jenseits befördern. Und noch ein Toter. Kann man ja alles verkaufen. So, komm, du gehst mir gar nicht lange auf den Sack. Ich habe nämlich serious business to do, my friend. Komm. So. Haben wir alle? Wir haben alle. Sehr schön. Höhle in den Wald, weiße Myrte. Höhleneingang meine ich, Straße in den Wald. Ein Höhleneingang. Super, Geralt, wäre ich nicht drauf gekommen. Gut, dass ich dich mitgenommen habe. Wo sind wir hier eigentlich? Boah! Schon einiges gefunden hier. Großväterchens Haus. Okay. Lagerfeuer, Lichtung, 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 Lichtung. Schrein der Militäle. Tongruben. Was machen wir denn mal? Gucken wir mal in unser Questlog. Das Kloster des Ordens. Was ist das denn hier? Will ich doch gar nicht. Berengar ist tot. Ich werde Ich folgte der Spur aus Salamandra-Leichen und fand den Ort, an dem Berengar sein letztes Gefecht hatte. Wie es scheint, hat er sein Leben teuer verkauft. Wenn ich Wesemir erneut treffe, werde ich... Haha. Was? Shit. Tongruben. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, dass ich Berengars Leichnam gefunden habe. Hm. Die blutrünstige Pflanze. Töten Archisport zu Vincent bringen. Tongruben. Waska. Am besten laufe ich wirklich mal zurück zu den Tongruben. Und rede dann auch mal mit Waska darüber. Vielleicht finde ich Berengar ja nochmal, weil... Pass? Gar nichts von mitbekommen, dass ich seinen Leichnam gefunden habe. Gut, ich hab... Gucken wir mal. Das sind ganz offensichtlich Salamandra hier. Okay, anscheinend habe ich ihn irgendwo mal gefunden. Kann ich mit dir nochmal klönen, kleiner Mann? Ich falle mit dem Gesicht in den Staub. Die Götter kommen wie eine Sturmflut. Hey. Sie steigen empor wie Könige auf ihren Thron. Willst du eine Tracht Prügel? Ich rufe euch aus den Tiefen. Kommt. Was zum Teufel? Denn ich frage euch, wer steht über den Göttern? Er ist ja wie Alwin. Alwin, dieser apokalyptische Reiter. Aus dem Vorort von Visima. So, wir rennen mal eben zu Ertrunkenen. Hallöchen. Zack. Das sind auch richtige Abfallgegner irgendwie. Können nix. Und sind einfach so abmetzelbar. Danke für deine Hilfe. Na, und der Kerl wollte irgendwie Wolfspelze haben. Wie soll ich das denn anstellen? Ich habe noch keine gesehen. Vielleicht kommt das noch. Zack. So. Mitnehmen, mitnehmen. Und da hinten haben wir auch noch ein neuer Kunde. Kommt an Bord. Ne, das war eine Feuerstelle.
Beendet! Ich habe gerade das Schwert weggesteckt, Leute. Wie damals in der Kloake sind sie ein bisschen nervig. Ah, okay. Gehörte zu einer Quest. Na dann. Hätte ich auch schon eben überlegt, wann ich das ja machen soll. Deswegen wollte ich hier eigentlich mal pennen bis Mitternacht, weil da stand so im Quest drin. Aber gut. Was wollte ich? Alles schon erledigt. Ich habe noch nicht alle Kräuter gesammelt. Wir sehen uns noch. Later. Apropos Kräuter. Und wir rennen jetzt mal zurück. Weinfass. Toussaint-Rot habe ich noch vorhanden. Alter Ziegelbrenner, das war ja unser lustiger. Vaska. Mal ein Quest abgeben. Speichern, gute Idee, habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Und ich misse die Musik. Etwas fragen? Ich will dir was erzählen, gute Frau. Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Ich kann euch kein Geld bieten. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat, das Symbol der Gnade. In Ordnung. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein. Die Vodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Wusste ich nicht. Chill mal. Gut, wir haben ein neues Sephiroth erhalten. Nämlich von der guten Bla. Wie viel gibt's denn hier wieder? Raimund mal Löwe. Sultan Shiva, da war sie gar nicht dabei. Wo steht denn das nochmal? Ich glaube bei Kalkstein. Ne, tut's nicht. Glosser. Kalksteins Aufzeichnung. Sieg, Krone. Verstehen, Königreich, Liebe. Egal. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Die was? Unterhalten wir uns über einen Auftrag. Bitte helft uns. Eines unserer Kinder wird vermisst. Der Junge ist sonst stets schnell zurückgekehrt. Nur diesmal nicht. Vielleicht haben Wasserbestien ihn gefressen. Blasphemie. Die Druiden müssen ihn haben. Sie verwandeln Kinder in Dryaden. Also gut. Ich suche nach dem Jungen. Gut. Later. Ich brauche Mampf. Sehr gut. Das können wir dann bei der Militele spenden. Opfern. Wie auch immer man das gerne sagen möchte. So. Blumen und Gold. Ich muss 5 Büschel kaufen, finden. Verlorene Lamm. Druiden suchen. Die muss ich ja sowieso noch aufsuchen. Der Bewahrer. Kalkstein sprechen. Echinovs Vertrag. Habe ich auch noch keine gefunden. Wolfvertrag. Wölfe auch nicht. Ertrunkene Tote Vertrag. Der ist fertig. Würfelspiel. Ein alter Freund. Muss ich mit Shani. Genau. Geheimnisse der Hexer erstellen, wie sie mal bla, gesucht, Leuwarden bot an, mir gegen Salamandra zu helfen, mysteriöser Turm, ich brauche noch 3, eine Belohnung bei Leuwarden abzuholen, ich werde ihn, warum, achso, ich habe alle Ungeheuer abgemurkst. Gut, dieser alte Dings ist leider nicht mehr da, vielleicht pennt er hier, weil den könnte ich eventuell zu Aufenthaltsorten dieser Pflanzen, die ich einsammeln sollen, befragen. Ja? Ich suche Büschelkrautblüten. Die Pflanze kenne ich. Sie wächst meist im Wasser. Also sucht in wassergefüllten Gräben danach. Danke, mach ich. Käse. Ziegelbrenner schätzen die Eigenschaften der Büschelkrautblume, aber sie bla. Aha. So, was habe ich gesucht?
Und gleich mal lesen. Die Geschichte von Lara Dorren und Kregennan von Ludwig. Gottverd, habt ihr alle für Namen, sie die Menschen erzählen? Wie... Ach so, von Lot, wie sie die Menschen erzählen. Die Königin sagte, bitte nicht mich um Gnade, sondern jene, denen du mit deiner Zauberei geschadet hast. Du wirst mutig genug, Böses zu tun, sei auch selbst tapfer, da der Gerechtigkeit Genüge getan werden soll. Es liegt nicht in meiner Macht, dir deine Sünden zu vergeben. Als Antwort fauchte die Hexe wie eine Katze und ihre bösen Augen funkelten. Mein Ende ist nahe, kreischte sie, aber eures ist auch nicht mehr fern, meine Königin. In der schrecklichen Stunde des Todes sollt ihr Lara Dorrens und ihres Fluches gedenken und wisset auch, dass der Fluch all eure Nachfahren für die kommenden 10 Generationen plagen wird. Doch als sie merkte, dass die Königin furchtlosen Herzens war, ließ die böse Elfenhexe ihr Fluchen und ihre Drohungen sein und wimmerte stattdessen wie eine Hündin und flehte um Gnade und Hilfe. Boah, war das interessant. Ein bisschen Gag-Brown-Wissen, genau. Background-Wissen. Was ich jetzt nicht so interessant fand, weil irgendwie sind das immer Personen vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Nun gut. Schöllkraut, weiße Myrte, ich wollte zum Schrein der Melitelle. Wo ist er? Da. Genau, rennen wir mal so ein bisschen querfeld ein. Und wieder Ertrunkene. Naja. Ja, sind ja wieder richtig viele am Start hier. Freut mich, dass ihr alle Zeit gefunden habt, mal vorbeizukommen. Komm. Geh. Sterben. Sag einmal, aha. Überreste. Überreste. War es das? Immer noch nicht. Da. Sieht ganz schön gut aus, wenn es hier dunkel wird. Ich renne jetzt einfach mal über Stock und über Stein. Kleine Insel. Und noch mehr Tote. Ne, Ertrunkene. Tot sind sie ja noch nicht. Was nicht wirklich logisch ist, aber dieser Gedankengang kann dieses Kraut nicht einsammeln, weil ich nicht weiß, wie es heißt. Deswegen, yeah! Jetzt geht's aber ab hier. Hack, hack. Und ciao. Yeah. Hack, hack, hack. Ich kann leider die Lebensenergie nicht sehen. Boah, die hämmern vielleicht einen Schaden rein, ey. Vielleicht noch so ein Mistvieh. Boah, ja, wieder gut ab hier, Freunde der Nacht. So, war's das? Das war's. Kommt ihr noch vorbei oder bleibt ihr da? Ihr bleibt erstmal da, finde ich gut. Kann ich hier erstmal sammeln. So, wo ist der Archispor? Muss er ja irgendwo sein. Habe ich das Vieh denn abgemurkst?
Da ist noch was. Vielleicht hier? Hm. Vielleicht aber auch nicht. Obwohl es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass hier keine Musik ist. Wenn man hier so alleine verlassen herumläuft. Das ist doch schon... Ihr hört das vielleicht nicht so wirklich, weil ich die ganze Zeit dazwischen quatsche, aber... Ich kann ja einfach mal einen Moment innehalten und ihr könnt mal diese... Atmosphärik des Sumpfes aufnehmen. Tja, da wurde uns wieder je ein Strich durch die Rechnung gemacht. Boah, die Viecher machen so abartig Schaden, das ist ja echt unfassbar. Wieso kann ich... Aha. Echinops Wurzelstock. Wie viel habe ich denn jetzt davon? Ein. Ich habe da hinten eine verdammte Echinops platt gemacht. Ich will auch... Verdammtes Hackbrett. So, geh sterben. Halt, mitnehmen. Und weiter geht's. Da hinten steht was von Leichnam. Vielleicht ist das auch der Leichnam von Berenga. Hm, kann sein, muss aber nicht. So, weg ist er. Hallo. Geil. Was habe ich denn hier gefunden? Ich habe ein bisschen Angst. Seltsamer Ort. Sieht aus, als seien diese Giganten in der Bewegung erstarrt. Muss eine Weile her sein. Geil. Wirklich eine Weile her sein, wenn die schon halb vergraben sind hier. Ich frage mich, welche Szenerie sich hier abgespielt hat, wenn die sich so... What have I done? Aus reinem Jux und Dollerei. Was war das denn? Goll. Ja. Kommt davon. Das gute alte Try-and-Error-Prinzip. Versucht und übelsten Fehler begangen. Zum Glück habe ich ja instinktiv abgespeichert. Gut, dann werden wir das wohl nicht nochmal machen, aber uns den Ort auf der Karte mal ein wenig merken. Golem-Totenacker. Druidenhain, Büschelkraut, Großvetterchens Haus. Ich will immer noch zu Schrein der Militäle. Hoffentlich schaffe ich das jetzt bis dahin mal dahin. Jetzt ist wieder was da. Gerade eben konnte ich den nicht ausnehmen. Nun gut. Bis die Folge rum ist, meine ich. Hoffentlich schaffe ich so schnell noch bis dahin. Aber das sieht gut aus. Ja. Guten Tag. Ich möchte gerne spenden. Mistelzweig. Ist nicht euer Ernst. Was soll ich dann mit einem Mistelzweig? Wo ist der eigentlich? Alchemistische Zutat. Muss ich euch nochmal was spenden? Das kann durchaus sein. Ich guck einfach, glaube ich, nochmal gleich in meine Aufzeichnung und dann bin ich, denke ich, mal schlauer. Gibt's hier noch was? Da gibt's noch einen, der hat was zu kacken. Da gibt's sogar mehrere. Och, guck mal, da sind ja wieder richtig viele am Start. Da freue ich mich doch. So, kommt mal alle an den Start und jetzt gibt's hier mal
Hang! Oh Mann, shit, war noch nicht ganz aufgeladen. Komm, steht mal auf. So, ist fein. Boah, wie langweilig. Ihr haltet ja gar nichts mehr aus. Gut, die hätten wir da hingerafft. Ich hämmer jetzt mal auf eine Taste. Ihr wisst, was ansteht, ne? Nächstes Video anklicken. Bis denn dann.